Hallo Freunde und willkommen zurück zu Magic Duels, wo wir in der letzten Folge versucht haben, den Rabenmann zu besiegen, um unsere Rache an ihm zu nehmen, als Liliana. Allerdings haben uns seine fliegenden Kreaturen doch ein bisschen abgefuckt. Und deshalb gucken wir jetzt mal, ob wir jetzt ein bisschen mehr Glück haben. So, der Gegner beginnt. Wir haben zwei Länder und zwei schlürfende Goblins. Das ist doch schon mal der schlechte Ghoul, ist auch nett. Die beiden Karten sind ein bisschen teuer, aber damit kann man trotzdem arbeiten. In der Hoffnung, dass wir auch ein paar Länder ziehen, wohlgemerkt. Entschuldigung. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Land mehr gezogen. Das ist nett. So, unser schlurfender Ghoul. Damit haben wir dann später auch auf jeden Fall was, womit wir seine komische Krähe töten können. Ich wollte gerade sagen, genau den meine ich, den Gedankenkreischer. Ich hatte gerade gehofft, dass er mal ausnahmsweise nichts hat, womit er dass er den ausnahmsweise nicht auf der Hand hat. So kann man sich halt täuschen. So, schlechter Ghoul. Wir haben auf jeden Fall schon mal 4 Mana. Wir brauchen noch 1 Mana, dann haben wir die grausame Wiederbelebung, können wir dann spielen. Ich habe jetzt nicht angegriffen, weil ich weiß nicht. Er hätte eh nicht geblockt. Also. Ich hasse diese Karte. Ah, wir können aber die Nantoku-Hülle nutzen. Das ist ganz gut. Möchte ich jetzt aber gerade noch nicht. Ich hoffe, dass der in seiner nächsten Runde auch wieder seinen Mana so weit ausgibt, dass er wie heißt's, dass er ihn nicht nur mal verstärken kann. Auch wenn er uns dann wieder Lebenspunkte scheinbar holt. Meine Güte. Eben war noch gut. Jetzt habe ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt und jetzt bin ich müde oder was? Irgendwas läuft doch schief. So, was machst du? Sitzt das scheinbar aber noch. Ne, er sitzt es nochmal an. Na toll. Na gut, das war wenigstens keine starke Kreatur. 2 Mana kosten und trotzdem meine Fresse. Geht einem ja schon echt auf den Sack. So, Goblin. So. Ich opfere diesen Goblin. Du kriegst -1/-1 und stirbst einfach. Danke. So möchte ich das haben. Ich weiß, ich könnte den noch, den schlechter wohl. Aber, das machen wir später vielleicht mal. Das Problem ist halt, in vielen Spielen ist es ja so, dass man nacheinander angreift. Und hier in Magic ist es halt eben nicht so. Sonst könnte man sagen, okay, wir greifen erst mit dem an, opfern ihn dann, um ihn zu buffen. Aber das geht halt in Magic nicht. So. Das ist kein Zombie, das ist wichtig, weil ich will gleich die grausame Wiederbelebung spielen. Sehr schön, noch ein Sumpf. Der geht weg. Gib mal einen Totengräber. Dann können wir uns nämlich gleich den Totengräber spielen, den Goblin wiederholen und den Goblin auch noch spielen. So, nee, nicht Timer anhalten. Entschuldigung. Zu schnell. Ich will mit allen angreifen. Dann funktioniert das wenigstens noch. Notfalls, je nachdem, was er gleich spielt, muss man halt die Korruption spielen. Ich überlege gerade, theoretisch hätten wir gleich auch mit Korruption
wir ihn besiegen sogar. Brauchen wir gar nicht den Kram machen. Spieler deiner Wahl wirft zwei Karten ab. Toll. Muss ich jetzt hoffen, dass ich einen Sumpf ziehe. Ich will die Korruption, wollte ich jetzt nicht abwerfen. Dafür ist es zu gut. Achso, wenn wir den Totengräber nochmal bekommen. Essenzzerstörung, neutralisiere einen Kreaturenzauber deiner Wahl. Ja, wir können den. Ich opfer jetzt einfach mal den. Den schlechter Ghoul ein bisschen zu stärken. Und dann greifen wir einfach an. Wobei, halt, stopp. Ah ne, der kann ja nicht angreifen, sonst. Sonst wäre das gut gewesen, aber. Wie gesagt. So, nächste Runde können wir ihn dann aber besiegen. Na also, es funktioniert doch. Man muss halt nur mal irgendwie eine Möglichkeit haben, diesen scheiß Gedankenkreischer zu zerlegen. Igel befallener Sumpf kommt getappt ins Spiel. Ah, und wir können der noch ein spezielles Feld hier den verlierten Lebenspunkt. Den kann man nur aktivieren. Achso, das ist zwar ein Land, aber das ist eins von diesen Ländern, ja. Ja gut, weil es halt eine Spezialfähigkeit hat. Davon gibt es mehrere. Also das sind halt primär, also da können in Anführungszeichen Länder liegen, die uns, oder da liegen oftmals Karten, die uns auch farbloses Mana geben können zum Beispiel, oder halt Länder, die noch einen Spezialeffekt haben. Wie zum Beispiel, dass wir die tappen können, um jedem Gegner einen Lebenspunkt abzuziehen oder so. Sehr schön. Ehrlicher Rabenmann. Geh weg. Husch, husch. Jetzt kommt die Vogelscheuche. Als dein Sieg schon zum Greifen nahe ist, verschwindet der Rabenmann genauso plötzlich, wie er erschienen ist. Die Vögel stieben in alle Richtungen davon und du bietest all deine dunkle Magie auf, um sie zu vernichten. Der Rabenmann überlebt, du bist erschöpft und von den Strapazen gezeichnet. Jahrzehnte sind vergangen, seitdem du das erste Mal eine andere Welt bereist hast. Du wirst älter und musst dir eingestehen, dass deine nekromagischen Kräfte das Schreckgespenst des Todes nicht für immer abhalten können. Du bist besessen von der Idee, dein Leben auf ewig zu bewahren. Kein Preis ist zu hoch und so strebst du einen Pakt mit vier uralten Dämonen an. Ja gut, ne? Planeswalker müssen auch nicht immer gerade die geistig gesündesten sein. Dämonischer Pakt. Liliana muss alle vier Dämonen in Folge besiegen, um sich ihren dämonischen Pakt zu verdienen. So wie ein Dämon fällt, erhält Liliana dessen Kraft. Ja, das ist jetzt wieder so eins dieser Matches, die halt so im normalen Match niemals vorkommen würden. Aber ja. Es ist ja nun mal auch nur ein Computerspiel. Typhusratte, Todesberührung. Die Viecher sind unfreundlich, aber wir haben einen guten Konter dafür auf der Hand, nämlich den schlechter Ghoul. Nämlich, das ist das Poisonous aus Hearthstone. Ich glaube, bei anderen Kartenspielen, also ich kenne es bei anderen Kartenspielen nicht. Ist halt, egal wie viel Schaden diese Kreatur oder wie viel Leben eine Kreatur hat, die von der Typhusratte Schaden bekommt, die Kreatur stirbt. Also würden wir die Typhusratte mit der Nantuko-Hülle blocken, wäre die Nantuko-Hülle tot. Unten zwei Einser mit Lebensverknüpfung. Unfreundlich. Unfreundlich. Wo erstmal schlechter Ruhe. Ich hätte zwar gerne noch einen schlurfenden Goblin, aber man kann leider nicht alles haben. Da könnte er jetzt nicht an. Oh, wieso muss ich eigentlich immer die ganzen Karten abwerfen? Ja,
Ja, ich nutze die Nantuko-Höhle, weil ich mit dem Ass fresse, die Ass kriege, um die Lebensverknüpfung blocken zu können. Außerdem haben wir von den Toten auferstehen, das heißt, wenn wir noch zwei Mana bekommen, dann können wir entsprechend agieren und uns die Kreatur zurückholen. Interessant, dass er jetzt nicht mehr angreift. So, ziehen wir ihm halt so einen Lebenspunkt ab. Mord, zerstöre eine Kreatur, dein Mann. Toll. Da geht wahrscheinlich unsere Krähe jetzt drauf. Natürlich. Natürlich. Mir fällt gerade mal auf, das Kind der Nacht ist zwar ein Vampir, aber nicht fliegen. Ups. Hätte irgendwie im Kopf, dass das auch ein fliegendes Viech ist. Der Seelenlose, das ist doch nett. Den spielen wir doch mal. Tada. Hab Spaß. Mit dem sollten wir natürlich die Ratte nicht blocken. Das wäre ungesund. Aber, das Kind der Nacht können wir auf jeden Fall. Alter, pass mal auf mit dem Scheiß. Schon okay, ist ja gut, dann kommt halt eine Korruption. Also die Korruption wird einmal von den Toten auferstehen weg. Katja. Und dann können wir mal noch den Effekt hier benutzen. Notfalls brennen wir den halt so weg. Kann ich auch mitleben. Ja, wir können halt mit dem angreifen. Ja, komm. Wir haben ja noch was, womit wir die Typhusratte notfalls blocken können. Okay, er kriegt zwei Leben dazu und ich kriege dann 2-2 aus. Das ist doch nett. Ich finde, das ist ein Deal, den man durchaus eingehen kann. Ernte der Seelen. Das ist voll uncool. Das Vieh ist dick. Nein, ich möchte nicht seinen Friedhof nehmen. Ich hätte gerne die Aaskrähe. Weil die ist fliegend, die kann die anderen angreifen. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit irgendwas angreife, würde er erst gratis blocken. Und wenn ich den Ernte der und mit dem Ernte der Seelen kann ich auch den Typen nicht blocken oder er stirbt halt einfach. Das ist nicht cool. Er greift nicht an, das finde ich nett. So, dann können wir mal mit der Krähe angreifen, weil wie gesagt, die kann er aktuell nicht blocken. Und sonst, ja. Mehr machen wir dann aktuell auch nicht. Wir können gucken, dass wir ihn so langsam aus sich wegbrennen. Ich meine, das ist. Er kriegt jede Runde von uns einen Schaden, wenn wir keine mächtigen Karten ziehen. Da wir gerade nur Länder ziehen, kriegt er davon einen Schaden und wir können ihn mit der Krähe mal angreifen. Also ich weiß nicht mehr, wie das war, von wegen, dass wir seine Macht übernehmen. Ich glaube, wir kriegen einfach eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten drauf oder so, wenn wir ihn besiegt haben. Ich weiß aber nicht, ob das Feld für den nächsten Dämon bleibt. Da müssen wir nachher mal gucken. Wir sind ja kurz davor, ihn zu besiegen. So, wir blocken den einfach mal mit unserer Katze. Hat den Vorteil, wir können ihm eine Karte abschmeißen lassen und die Ratte ist weg.
Diamantensumpf. Das Problem ist, er kann halt neue Karten ziehen. Ernte des Altars. Er opfert seine Kreatur. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das gefällt mir doch. Nackennägel befallen der Sumpf. Oh, da hat er mir jetzt aber durchaus einen Gefallen getan mit. Dass er alle seine Monster geopfert hat. So, Dämon Nummer 1 ist finito. Was macht denn der nächste? Wir dürfen so viele Karten ziehen, wie er auf der Hand hatte. Das ist natürlich nett. Der ist uncool. Ich hätte gerne mal generell einfach eine Karte auf die Hand genommen. Spiel schon deine Typhusratte. Dann kannst du zwar was machen, aber aktuell nicht so viel. Erstmal Sumpf. Dann können wir den Totengräber auf jeden Fall spielen. Ich glaube, wir nehmen die schwarze Katze. So, dann können wir noch die schwarze Katze spielen. Ich weiß, ich hätte auch noch den Seelenlosen beschwören können, aber kann ich auch später noch machen. Das Problem ist, jetzt kann ich auch noch nicht was mehr mit der Aaskrähe angreifen. Ich muss irgendwie wieder die Typhusratten loswerden. Generell Todesberührung ist ein unglaublich nerviges Schlagwort. Aber die 6 Schaden kassiere ich jetzt einfach mal, weil ich meine Krähe nicht dafür opfern will. Muss das sein? Das tut doch nie Not. So. Ja, und jetzt sehen wir, an sich gibt es keine Begrenzung, wie viele Kreaturen wir spielen können, glaube ich. Das ist ganz cool. Das aktivieren, das aktivieren. So, wir greifen auf jeden Fall mit der Krähe an. Und ich würde sagen, mit beiden Katzen. Er zieht dann zwar unglaublich viele Karten, aber er wirft halt auch ein paar Karten ab. So. Du wirfst jetzt 2 Karten ab und ziehst dann 3 neue. Ein Sumpf geht weg. Noch ein Sumpf geht weg. Das ist doch nett. Noch ein Ruf von Abdadämon. Gott. Das ist uncool. Boah, wie viele Typhusratten haben die? Ist ja auch minimal nervig. Ein Gegner deiner Wahl opfert eine Kreatur. Oh, komm schon. Na, tschüss, Totengräber. Ich halte ihn jetzt gerade erstmal nur auf. Das Problem ist, wir müssen halt wahrscheinlich einfach einen von den Seelenlosen opfern. Ja, ne,
nächste Runde würde der uns auf jeden Fall, wenn ich die seelenlosen Opfern zu viel Schaden machen. Jetzt kann er nur zwei Kreaturen blocken, aber er wird halt beide großen blocken. Das heißt, einer von denen würde drauf gehen. Das ist nicht nett. Ich meine, wir würden auch einen von dem drauf gehen lassen. Das Problem ist allerdings auch, wenn das Spiel sagt, wir sollen mit einem von denen angreifen. Dann wird er aber einfach seine Typhusratte dafür nutzen, um das zu blocken. So, hiermit müsste er dann noch einen seiner runenvernarbten Dämonen opfern. Das Problem ist, dann kann er halt in der nächsten Runde mit, ja gut, so oder so kann er mit beiden angreifen. Und wenn das nicht blockt, dann hätte er verloren, deshalb wird er blocken. Kann man in der nächsten Runde mit der Krähe seinen unvernarbten Dämon blocken. Was hast du jetzt noch? Fliegend. Eine Nicht-Dämonen-Kreatur deiner Wahl zerstören. Ja, damit ist unsere Krähe weg und wir haben verloren. Ne? Ich meine nicht, dass es an unserer Situation was ändern würde, aber fliegend. Toll. Ach man. Ja, Liliana braucht dringend mehr fliegende Kreaturen in diesem Deck. Oder halt irgendwas, um Kreaturen zu zerstören. Ach ja, gut. Okay, wir haben verloren. Okay. Okay, aber so war das mit den Kampf gegen die Dämonen, dass wir halt jedes Mal die Anzahl der Handkarten, die ein Dämon noch hat, wenn wir ihn besiegen, auf die Hand bekommen. Ich hatte gehofft, dass es für die Startlebenspunkte, die er hat, die Hand bekommen, zu bekommen. Das Problem ist, die sind wieder verdammt teuer, aber ich habe halt zwei Stufen Rune auf der Hand. Ich habe mich einfach verklickt. Das war nicht so gut. Verklicken ist nicht gut. Sollte man sich merken. So, Goblin. Da will man eigentlich die schwarze Katze schon gar nicht spielen. Aber gut, man muss tun, was man tun muss. Und Kind der Nacht, ja, schön für dich. Hauptsache, ein bisschen Schaden machen. Okay, regeneriert lieber. Ah, jetzt ist leider der Effekt vom schlafenden Goblin zunichte gemacht worden, aber der Herrschaftsvampir. So nett, aber vertretbar. Und um unsere Krähe aufs Feld. Angreifen brauchen wir nicht, weil das könnte er umsonst blocken und dann nächste Runde einfach angreifen. So können wir wenigstens noch einen Angriff von ihm blocken. Allerdings würde ich sagen, die drei Schaden nehmen wir jetzt einfach mal. Ich meine, es sind auch nur drei Schaden, da muss man sich jetzt nicht so ins Hemd von machen eigentlich. Und dafür seine Kreaturen opfern ist halt immer so die Sache. Eigentlich will man das nicht. Okay. Interessant. Das heißt, man kann ihn am Angriff hindern. Macht ihn dadurch aber stärker. Das ist uncool. Das ist ziemlich uncool.
opfere keine Kreatur. Ich greife aber jetzt auch nicht an. Jetzt opfern wir eine Kreatur, und zwar die Katze. Denn, das ist gut, dass der weg ist. Ich weiß, wir haben ihn stärker gemacht. Wie macht der Mann gut ins... Ah, okay, das ist ein Artefakt, was den Mana-Vorrat nochmal erhöht. Artefakte haben wir bisher noch, auch eigentlich noch kaum eins kennengelernt. Jetzt haben wir hier schon eins. Das ist kein schönes. Also für uns nicht schön. So, Schlüffel Goblin. Und dann hätte ich gerne noch den Seelenlosen auf dem Feld. Nee, Opfer brauchen wir gerade keine Kreatur, weil... halt. Hallo, zurück. Ich möchte keine Kreatur opfern. Ich hab mich verdrückt, die Idioten. Ach, komm schon. Ja, das war halt so vollkommen überflüssig jetzt gerade. Der ist eh schon getappt, das heißt, ich hätte ihn in der nächsten Runde wieder zum Tappen zwingen können. Boah, Mann. Ja, ich muss ja eine Kreatur opfern. Haben wir halt echt ein Problem. Und dann noch ein Blutgabe-Dämon. Schon mal gesagt, dass es mich manchmal aufregt. So, keine Kreatur von. Nämlich nichts. Also er kann jetzt mit beiden blocken, um ihn zu töten, dann verliert er aber auch beide Kreaturen. Gut, er verliert nur eine Kreatur. Ja, die fliegenden Kreaturen kann ich halt eh nicht blocken, das ist so das Problem. Okay, er zieht eine Karte und opfert einen Lebenspunkt. Bringt leider nicht viel, aber... Wenn er nicht angegriffen hat, weiß er auch nicht, ne? Ja gut, weil er dann weiß, dass danach der Seelenlose durchmarschieren kann. Dann bringen wir halt noch einen aufs Feld. Ich möchte keine Kreatur opfern. Er kann halt etwas blocken, aber kann halt eben nicht alles blocken. So, nächste Runde kann ich den schlurfenden Ghoul wieder opfern. Der Typ wird zwar immer stärker, aber irgendwann ziehen wir ja hoffentlich mal eine Karte, mit der wir den einfach vernichten können. Du bist das nicht, Katze. Des Altars. Okay, der opfert ihn halt einfach selber. Das ist doch nett. Dann müssen wir nicht dauernd Kreaturen opfern. Der Vorteil ist dadurch, dass er jetzt zwei Kreaturen benutzt. Also sollte ich jetzt noch eine Kreatur opfern? Seid ihr alle betrunken? Obwohl, eigentlich reicht es, wenn wir mit einem von den beiden 10-10ern angreifen. So, das siebte.
ist doch schon mal eine bessere Ausgangssituation für uns. So, wir dürfen jetzt erstmal ein paar Karten ziehen. Und er übernimmt halt leider das komplette Feld von ihm. Da war es gut, dass er die der Ruf nach der Dämon. Toll. Toll, toll. Aber wir haben die grausame Wiederbelebung. Das ist gut. Weil ein Dämon ist kein Zombie. Das ist ganz angenehm. Und eine fucking Typhusratte. Erstmal weg damit. Gibst mir mal den Goblin. Dann werden wir den nämlich noch aufs Feld bringen. Und mit der Askrie greifen wir an. Mit allem anderen greife ich nicht an. Ich hätte noch mit der Katze eventuell angreifen können. Vielleicht hätte er es geblockt, auch wenn ich es nicht glaube. Dämon schon wieder. Yay. Freude. Der Herrschaftsvampir also auch noch. Okay. Ich muss echt diese Typhusratte loswerden. Na, praktisch. Genau, was ich haben wollte. Genau sowas wollte ich haben. Ein Knochenspreißel wäre mir noch einen Tacken lieber gewesen. Aber kann man nichts dran ändern. Den nägelbefüllten Sumpf, da können wir halt jetzt nicht beides spielen. Weil man kann halt in jedem Zug immer nur ein Land spielen. Das ist ja, denke ich mal, bisher schon klar geworden. Und das zählt ja trotzdem als Land. Das ist ein bisschen. So, greifen wir mit den dreien an. Die Krähe wird durchkommen, weil er muss die beiden blocken. Sonst verliert er. Demnach opfert er einfach seine Kreatur. Das ist doch schön. Das gefällt mir. Eine Tokohöhle möchte ich jetzt gerade nicht verwenden, weil das macht keinen Sinn. Schattengeborener Dämon. Eine Nicht-Dämonen-Kreatur. Yay! Toll! Das heißt, einer von den beiden Seelen muss drauf. Ja, schön, danke, tschüss. Aber wir haben ein paar Karten, um den wiederzuholen, also. Schon wieder der Herrschaftsvampir. Finde ich nicht in Ordnung. Der Anschluss ist halt aus, okay. Vor den halt wieder. Kann ich mitleben. Sumpf, Ruhe, den mal aktivieren. So, dann greifen wir jetzt an und besiegen ihn. Das ist jetzt die Frage, er opfert ihn trotzdem in der Hoffnung, dass er... Finde ich huge. So, Dämon Nummer 3. Herr der Untoten. Andere Zombie-Kreaturen erhalten +1/+1. Und wenn wir ihn tappen, bringe eine Zombie-Karte deiner Wahl aus dem Friedhof auf deine Hand zurück. Nett. Nehme ich. Wie war das? 1 in Schwarz. Okay. Schade aber auch. Aber gut. Wir haben so ein paar gebuffte Zombies auf dem Feld. Ich muss sagen, an die Karte erinnere ich mich gar nicht mehr. Aber gut, dass wir die mal gesehen haben. Nö, der Hund von Dämon. Toll. Geh weg. Husch, husch. Ja, er muss das Ding gleich hier opfern, um den Seelenlosen aufzuhalten. Wenn er nichts sieht, womit er den Seelenlosen einfach zerstören kann, er opfert ihn einfach. Ich glaube, er sucht gerade die... fanatisch nach Karten, mit denen er den
zerstören kann. Wie zum Beispiel mit der Typhusratte. Ich weiß, ich könnte mir den Seelenlosen nehmen, aber mit dem schlurfenden Goblin kann ich halt die Fußratte zerstören. So, dann aktivieren wir das noch, weil wir den Lebenspunkt Schaden machen können. Dann fangen wir den Goblin, zerstören das Viech. Und greifen einfach mit allem an. Zerlegen ihn. Jetzt sind wir wirklich am Durchrollen. Das ist der Vorteil. Wir haben ein vernünftiges Board aufgebaut. Während der ersten beiden Dämonen. Die anderen beiden Dämonen können halt jetzt nicht viel machen. Klar, sie haben 6 Karten auf der Hand, demnach kriegen sie einiges, dürften sie einiges hinkriegen. Wir haben noch einen Schluck mit dem Goblin gezogen, das ist schön. Spielst du den jetzt mal? Dankeschön. Das ist doch schön. Vielleicht können wir ihn theoretisch mit dem rachsüchtigen Toten fast schon töten. Also einfach alles opfern, um ihn zu töten. Also alles für die Nantoku-Höhle opfern, um ihn zu töten. Ach, der feine Dämon schon wieder. Der ist an sich unglaublich stark. Vor allem zwingt er Gegner dazu, Kreaturen zu opfern. Das bei einem 4-Mana 6-6er fliegend. Das ist echt ungesund. Das ist echt nicht angenehm. Dann kriegt er noch. Ja, mach du mal. So, jetzt opfern wir, glaube ich, so eine Kreatur. Und zwar den schlurfenden Goblin. Der kann dadurch drauf gehen. Die beiden aktivieren. Den will ich eh nicht angreifen. Also machen wir den Seelenlosen zurück. Holen wir uns doch den Seelenlosen mal wieder her. So. Dann würde ich sagen, greifen wir doch einfach mal an. Das ist, glaube ich, auch der letzte Dämon, oder? Wir brauchten keine Kreatur opfern. So. Egal, was er blockt, er hat verloren. Es ist halt einfach so. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Damit haben wir die 4 Dämonen besiegt. Wundervoll. Easy. Ja, geht. Aber wir hatten schon schwere Rituelle. Die Dämonen stellen dein Können auf die Probe. Obwohl du dabei an deine Grenzen gerätst, kannst du dich beweisen. Sie ätzen den Pakt in deine Haut, der dir ewige Jugend und unfassbare Macht gewährt, und verlangen als Gegenleistung, dass du ihnen als Planeswalker dienst. Aber Verträge sind dazu da, gebrochen zu werden. Sehr schön. Damit haben wir auch Lilianas Kampagne abgeschlossen und werden in der nächsten Folge Chandra Nala kennenlernen. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein paar Stunden gedulden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis gleich, Freunde. Ciao.